Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley CryptoVision. Heute mit dem Thema SEC vs. Ripple. Wieder mal, weil es hört halt nicht auf. Die kleinen Scharmützel vor Gericht. Los geht's. Dieses Video wird präsentiert von Max Moritz, vielen herzlichen Dank für deine Donation und deine Unterstützung für diesen Kanal. Bevor ich jetzt hier einsteige, ihr wisst es, klappt den Kanal. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst ein Like zurück oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch anderes wissen möchtet. Ja, mal eins vorne ab. Knapp 500 Millionen XRP wurden bewegt in den letzten 24 Stunden. Brachial. Kann das was bedeuten? Wissen wir nicht. Denn es kann von Ripple sein, von einer Börse in die andere. Wir haben hier zwischen Börsen auch Bewegungen. Kann natürlich auch sein, dass sich die ganzen ODL-Partner jetzt vorbereiten auf das, was da in Zukunft kommen wird. Nicht könnte. Da lasse ich das Konjunktiv weg, denn XRP wird Anwendung haben, genauso wie Bitcoin. Und das schneller als allen anderen Projekten da draußen, wo lieb sein wird. Ja, was haben wir denn jetzt? Jetzt geht wieder umher, dass jetzt doch die Hinman-Mails veröffentlicht werden könnten. Und das hat folgenden Hintergrund. Am 22.12. letzten Jahres hat die SEC ihre Omnibus-Anträge eingereicht, beziehungsweise sind mehrere Anträge und haben dort noch einmal darauf hingewiesen, dass sie doch bitte die Hinman-Mails komplett aus der Dokumentation des Gerichtsverfahrens heraushaben möchten, beziehungsweise doch dann stark geschwärzt. Dagegen hat Ripple jetzt Einspruch eingelegt. Und noch einmal darauf hingewiesen, dass ja diese Hinman-Mails unter das Anwaltsmandantengeheimnis fällt. Wir dürfen uns jetzt alle daran erinnern, dass das Gericht, also Richterin Sarah Netburn und Richterin Annalisa Torres, die SEC insgesamt 6-mal verknackt haben, diese E-Mails zu übergeben. Und zwar nicht nur an Ripple und die Beklagten Brett Garlinghouse und Chris Larsen, sondern eben auch an das Gericht. Richterin Torres hat dann auch in ihrer Urteilsbegründung auch nochmal hingewiesen, dass diese Hinman-Mails ja nicht für das summarische Urteil zwingend herangezogen werden müssen, beziehungsweise könnten sie auch unbedeutend sein. Aber das hat Richterin Torres gesagt, bevor sie Einsicht in die Hinman-Dokumente nehmen konnte. Jetzt hat natürlich Ripple darauf reagiert, auf diesen Antrag der SEC, auf die Herausnahme der Hinman-Mails und gesagt, dass diese Dokumente, diese Hinman-Mails natürlich gerichtliche Dokumente sind und sie sind nicht geschützt. Aus welchen Gründen auch immer, denn wenn wir uns zurückerinnern, hat die SEC da über ein Jahr knapp sich gewehrt, diese Hinman-Mails zu übergeben. Auch wenn John Deaton jetzt Amici Curiae Status vor Gericht natürlich jetzt meinte, dass jetzt da vielleicht die doch nicht so die Smoking Guns sind und dass die vielleicht doch nicht so bedeutend sind für das Gericht. Meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, will da John E. Deaton ein bisschen Dampf rausnehmen aus dieser Diskussion, damit wir hier halt einfach schneller und besser zum Ziel kommen. Also nochmal zurück. Auch wenn Richterin Torres meint, dass sie diese Mails natürlich jetzt vielleicht nicht für ihr summarisches Urteil heranzieht, sind es doch gerichtliche Dokumente. Des Weiteren, nicht nur, dass die SEC eben 6-mal verknackt worden ist, diese zu übergeben. Nein, die SEC hat auch in ihren Omnibus-Anträgen keinen Beweis erbracht, bis jetzt noch nicht, dass diese Dokumente unwichtig sind. Also wir müssen jetzt aufpassen. Ich finde es wiederum einen sehr smarten Move von dem Anwaltsteam von Ripple, da nicht bei ihrem Antrag auf summarisches Urteil sehr auf diese Hinman-Mails eben einzugehen, sondern sie haben es nur einmal eingebracht. Das wurde auch geschwärzt. Die haben der Schwärzung auch zugestimmt. Ich denke, das war halt einfach nur mal ein Move. Ich habe das schon mal angesprochen in einem Video. Hauptsache, die Mails, die Hinman-Mails sind enthalten in ihrem Antrag auf summarisches Urteil. Denn dann kann man ja eben dieses Pferd weiterreiten. Und ich denke, das ist ein Vollbluthengst, der da eben gesattelt wird. Jetzt sind wir vor der Situation, dass da politisch natürlich auch sehr viel passiert. Wir dürfen nämlich eines nicht vergessen. Die SEC hat Druck.
nicht nur der FTX-Kollaps oder der Zusammenbruch des Terra Luna-Systems. Wir haben noch viele Diskussionen immer noch über Tether. Wir haben Gemini, Genesis, Three Arrow Capital, das lässt alles nicht nach. Dann hat natürlich im Zusammenhang mit Gemini und Genesis haben wir hier natürlich auch Grayscale und den Bitcoin-Fonds. Jetzt haben wir natürlich auch die Geschichte, dass genau Grayscale eben die SEC verklagt hat, weil die sich so wehrt, diesen Spot-ETF eben zuzulassen. Dann haben die Republikaner natürlich den Kongress überdobbeln. Und dann habe ich heute mal ein bisschen recherchiert, was denn das bedeutet. Der Finanzausschuss ist ein ständiger Ausschuss des Kongresses und die haben Überwachungsfunktion und haben investigative Funktion. Wenn es zum Beispiel jetzt hier bei Finanz- und Bankgeschäften geht und hier steht Gary Gensler massiv unter Druck, die Republikaner haben bei der Abstimmung zwar sehr lange gebraucht, das mag ein bisschen peinlich gewesen sein, aber die sehr radikalen und konservativen Republikaner haben dann dem eher gemäßigten McCarthy, dem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses, natürlich dann wieder einiges an Zugeständnissen abgewürgt. Ja, und da sind wir dann natürlich jetzt wieder beim Thema der SEC. Und Gary Gensler steht unter Druck. Wie gesagt, die ganzen Zusammenbrüche im Kryptobereich und die damit verbundene Schädigung von Verbrauchern und Amerikanern, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und bevor ich eben eine Kim Kardashian verklage, sollte ich dann immer gucken, dass die großen Typen eben verklagt werden. Und dann natürlich Ripple. Die haben sich gewehrt. Ich denke immer noch, die SEC wollte hier ein bisschen Kohle abgreifen und ist einfach an den Falschen geraten. Denn die Argumentation der SEC ist ja dieses ICO von Ripple und die getätigten Investmentvertragsverkäufe, die nicht vorhanden sind. Aber auch Ethereum hatte ja ein ICO und Ethereum ist jetzt auf Proof of Stake gewechselt. Also da ist kein Deut anders, ist noch nichts weiter passiert. Gary Gensler hat zwar schon angedeutet, dass Ethereum seiner Meinung nach jetzt auch ein Security ist oder sein kann. Wir müssen warten, was da noch passiert. Ob da überhaupt noch was passiert, das wird spannend. Denn Gary Gensler, dass der sich so lange hält, ich glaube, er merkt, dass seine Luft relativ dünn wird langsam. Also, war das nun für mich ein schöner Schachzug, das jetzt wieder von hinten durch die Brust ins Auge auf den Tisch zu bringen. Die Veröffentlichung der Hinman-Mails. Richterin Torres, und da hat auch Anwalt Jeremy Hogan, hat da auch einen Tweet verfasst, in dem er sagte, dass Richterin Torres hier solche Entscheidungen immer relativ zügig fällt. Wir müssen uns mal erinnern an dieses Dutzend Amici Curiae-Anträge, die alle genehmigt worden sind, von Richterin Torres zugunsten von Ripple. Und es hat immer so ein, zwei Wochen gedauert. Das war dieses So Ordered, Unterschrift, fertig. Also, der Einspruch von Ripple ist da, Richterin Torres, hohe Wahrscheinlichkeit für mich, dass sie sagt, okay, werden jetzt doch veröffentlicht. Denn sie hat jetzt auch diese Hinman-Mails eben auch selber sehen können. Und da kann die natürlich schon gut Öl ins Feuer gießen. Hochinteressante Geschichte für mich. So, und das war's jetzt mal von mir. Wir müssen jetzt die nächsten ein, zwei Wochen abwarten, wie sich das weiter verhält. Soll die Richterin Torres dem zustimmen, können wir davon ausgehen, dass die SEC hier natürlich Einspruch einlegt. Denn Richterin Torres hat ja auch schon insgesamt mit NetBurn 6-mal, ja, ihr wisst Bescheid. Okay. Ja, Leute, da seht ihr mal, wie das so ist, wenn man sich das alles aufschreibt und dann macht man schön die Thumbnail und dann macht man den Text und vergisst total das Fazit zu ziehen. Also Fazit, sollten die Hinman-Mails jetzt natürlich durch Richterin Torres veröffentlicht werden dürfen, tja, dann sehen wir dann natürlich einen Einspruch von der SEC und ich denke sehr wohl die ersten Verhandlungen zu einem Settlement. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe es vergessen, sorry Leute, müssen wir jetzt so reinschneiden. So, das war's jetzt mal von mir. Ich wünsche euch von Herzen, wer die Zeit bleibt, geschmeidig und geduldig, Freunde, gesund sowieso. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns heute Abend im Livestream. Würde mich freuen, dass mal ein paar mehr Leute kommen. Und das war's. Wir sehen uns im nächsten Video oder heute Abend. Pia, die sind dranblieben. Die sind alle dranblieben. Aber wenn ihr schon dabei seid, ne, abgesehen davon, dass ich die Wette verloren habe,
Hier guckt ihr in die Playlist, da geht es um Sack vs. Rebel. Und hier unten, da könnt ihr ein Abo setzen.